Es ist endlich soweit. Die Amaryllis blüht. Lange mussten wir warten, bis wir es geschafft haben, dass wir die Amaryllis zum einen, nachdem sie das erste Mal geblüht hat, wo wir sie uns gekauft hatten, so um die Weihnachtszeit. Servus und hallo, liebe Freundinnen und Freunde. Dann letztendlich eingepflanzt hat. Servus und hallo, liebe Freundinnen und Freunde. Dann in einen größeren Topf umgetopft hatten, nachdem sie richtig schöne Blätter ausgebildet hat. Servus und hallo, liebe Freundinnen und Freunde. Und dann mussten wir noch warten, über die Sommermonate, wo sie sich erst einmal schön entwickeln konnte. Servus und hallo, liebe Freundinnen und Freunde. Über die Blätter neue Energie saugen konnte, gedüngt und gegossen werden musste. Servus und hallo, liebe Freundinnen und Freunde. Und dann mussten wir noch einmal warten, als die Pflanze dann im Herbst dazu übergehen sollte, in eine Ruhephase überzugehen. Bedeutet, früher oder später hat man dann auch sogar die Blätter abgeschnitten. Und dann mussten wir noch einmal warten, bis die Pflanze dann endlich damit angefangen hat, einen Blütentrieb auszubilden. Servus und hallo, Bernd hier. Und dann mussten wir wieder warten, bis die Pflanze praktisch jetzt am Blühen ist. Und das seht ihr jetzt hier wunderschön. Und das Ganze hat mich jetzt eigentlich schon so motiviert. Also die hat ja hier einen Blütentrieb. Die hier hat zwei Blütentriebe, die zweite Pflanze. Es hat mich jetzt eigentlich so motiviert, dass ich mich dem Thema Amaryllis im nächsten halben Jahr noch intensiver widmen möchte. Jetzt im Moment kann man es komplett vergessen, Amaryllis-Zwiebeln irgendwo noch in guter Qualität aufzutreiben. Ich werde schauen, dass ich verschiedene Amaryllis-Zwiebeln mit verschiedenen Farben, vielleicht auch Blütenformen, gefüllte, nicht gefüllte, organisiere. Und dann machen wir die nächsten Amaryllis-Videos mit anderen Blühfarben. Nichtsdestotrotz, diese Farbe, ich weiß nicht, ich meine, die heißt irgendwas mit Ferrara oder Ferrari, irgend sowas in die Richtung. Von der Farbe her wäre es logisch, dass sie irgendwas mit Ferrari oder Ferrara heißt. Auf jeden Fall, die ist schon richtig klasse und ich meine, pro Topf kann man problemlos 2 bis 3 Zwiebeln einpflanzen. Das hier jetzt ein 10-Liter-Topf und wie man sieht, die Pflanzen entwickeln sich richtig toll. Und auch wenn jetzt mal keine Blüten dran sind, ihr habt es dann gesehen in den Zwischenberichten, die ich immer wieder gebracht habe. Die Pflanze schaut auch mit den riesigen Blättern, wenn sie draußen steht, als Kübelpflanze richtig toll aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Amaryllis ein zweites Mal im Jahr blüht, ist zwar vorhanden, aber relativ selten. Viel häufiger kommt das vor bei der Clivie. Die macht nämlich jetzt inzwischen den nächsten Blütentrieb. Und da ist auch schon eine Blüte offen seit heute, deswegen habe ich mich mit dem Video bis heute erst einmal geduldet. Hier ist der alte Blütentrieb und im nächsten Video geht es dann auch nochmal über die Clivie, über die Kultur und die Pflege. Ihr seht, sie hat schon ein bisschen zu viel Sonne abbekommen, ist jetzt nicht so dramatisch, ist bloß ein rein optischer Nebeneffekt, aber sie treibt ja wieder neue Blätter aus. Aber in diesem Video geht es um die Amaryllis, die jetzt momentan wunderschön am Blühen ist. Da kann man sich nicht satt sehen und ich hoffe, dass hier wieder Pflanzensamen entstehen, also dass die Blüten wieder durch irgendeinen Zufall bestäubt werden. Ansonsten habe ich euch im Clivien-Video gezeigt, wie man das bestäubt. Kann man ja einfach hier in der Blüte machen. Hier unten ist der Blütenstempel mit der weißen Spitze. Hier sind die Staubbeutel und dann muss man das Ganze einfach nur bestäuben. Geht wahrscheinlich auch mit dem Finger relativ einfach, weil hier sind ganz leicht schon die Pollen. Und dann bestäubt man das Ganze. Und wahrscheinlich ist jetzt die Blüte sogar schon bestäubt. Im Idealfall macht man das nicht an ein und derselben Blüte. Im Endeffekt wäre das trotzdem eine Selbsttung, selbst wenn man von einer Blüte zur anderen Blüte geht, weil es ist ja immer noch die gleiche Pflanze. Es wäre jetzt ein Unterschied, wenn man jetzt hier bei dieser Pflanze die Blüte wegnehmen würde, aber es ist ja auch wieder die gleiche Sorte. Denn die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass bei der Züchtung praktisch das Ganze über Gewebekulturen entsteht und deswegen praktisch, wenn man jetzt ein und dieselbe Sorte hat, auch wirklich die Blüte hundertprozentig identisch ist wie die Nachbarpflanze. Wenn ihr noch weitere Fragen habt zum Thema Amaryllis, Kultur und Pflege, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Den gesamten Ablauf habe ich auf YouTube, verlinke ich in der Beschreibung alle Videos in einer Liste und dann seht ihr, was ihr durchklicken könnt. Amaryllis auf jeden Fall eine coole Pflanze, macht Spaß, ist, denke ich mal, von jung bis alt super interessant, damit einfach mal ein bisschen zu experimentieren und zu gärtnern. Bis zum nächsten Video und wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Ciao, Kanal abonnieren und tschüss.